Hallo und willkommen bei Move Inside. Mein Name ist Thorsten. Und wart ihr eigentlich in letzter Zeit schon mal auf Tinkercad? Tinkercad ist ja ein 3D-CAD-Zeichenprogramm, welches wirklich super easy zu bedienen ist. Und ich vergleiche es ja immer ein bisschen mit Paint, weil man zeichnet sich Würfel und Kreise, fügt die ineinander zusammen oder subtrahiert sie voneinander und kann damit auf wirklich ganz, ganz, ganz einfache Art und Weise Objekte erstellen, Zeichnungen erstellen und diese dann hinterher mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Ja, aber wie schon eingangs gesagt oder gefragt, wart ihr in letzter Zeit mal auf Tinkercad und habt euch mal angeschaut, was sich da alles verändert hat? Ich war ja wirklich überrascht und zeig euch heute mal, was ich so alles gesehen habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, Tinkercad. Jeder oder viele von euch kennen wahrscheinlich Tinkercad, weil es einfach eine tolle und schnelle und einfache Art und Weise ist, Konstruktion einfach mal so hinzuzeichnen, auszudrucken und man hat dann auch schnellen Ergebnisse. Es ist wirklich super einfach zu bedienen. Ich vergleiche es immer ein bisschen wie Paint in 3D. Und natürlich, jeder kennt die Formen, die standardmäßig eben mal so da sind. Ich habe hier einen Quader und kann diesen Quader auch umsetzen als Bohrung, kann aber auch genauso gut hier mir einen Zylinder schnappen, den als Bohrung definieren, in zum Beispiel meinen Quader einsetzen, das Ganze hier oben schnell ausrichten, dass es mittig liegt. Und dann miteinander verbinden und siehe da, ich habe schon ein neues Objekt geschaffen. Aber gut, das war jetzt nur so eine ganz schnelle Mini-Einführung. Warum ich tatsächlich dieses Video mache, ist Tinkercad alles neu. Das ist ja im Prinzip genau das Thema. Und mir ist es im ersten Moment gar nicht aufgefallen, aber irgendwas hat sich hier geändert. Ich weiß nicht, wann es war. Ich kann es euch auch nicht sagen. Ich nutze Tinkercad nicht regelmäßig, aber irgendwann wurde dieses Menü hier überarbeitet. Und am meisten auffallen tut das, wenn ihr einfach mal hier draufklickt. Da geht nämlich ein komplett neuer Bereich auf. Und wenn ihr hier seht, es gibt hier zum Beispiel Design Starter, wo ihr ganz eigene Elemente dann erstellen könnt und hier unten über weitere Formen immer mehr und immer weitere Elemente dazukommen. Also die Auswahl ist wirklich gigantisch groß geworden im Gegensatz zu früher. Und das zieht sich hier komplett durch diese ganze Leiste durch. Wir gehen auch mal kurz hier in die Kreaturen- und Figurenbereiche hinein. Auch hier ist wirklich richtig viel dazugekommen. Natürlich ist das alles Geschmackssache, was man hier so alles braucht und nutzen möchte, ganz klar. Gehen wir auch mal hier in Fahrzeuge und Maschinen rein. Auch hier gibt es allerlei Designobjekte, die man direkt weiterverarbeiten kann. Und also ich bin wirklich begeistert von der gigantischen Vielzahl. Aber das Beste, das verrate ich euch jetzt noch nicht, denn da bin ich zufällig auch noch drüber gestolpert, als ich dann ein bisschen tiefer gegraben habe. Wir gehen jetzt mal noch ein bisschen weiter hier an der Stelle. Und zu dem Tollsten, das ich euch gleich zeigen werde, also da habe ich es ja gar nicht mehr ausgehalten und ja, war wirklich mehr als begeistert über diese Funktion. Schauen wir mal, was hier in Gebäuden drin ist. Ja, auch allerlei interessante Objekte. Wenn ich mir so vorstelle, der ein oder andere Fan von Rollenspielen, Brettspielen, Tabletop-Spielen im Speziellen, kann ich mir schon vorstellen, dass da das ein oder andere dabei ist, was gefallen kann. Gehen wir mal auf den Bereich Hardware ein. Auch hier, ja, das kennt man ja noch, ne? Also das Objekt, das sagt mir noch, was hier, diese ganzen Objekte, die kenne ich alle noch. Und dann drückt ihr hier auf Weitere. Und dann kommen immer mehr von diesen Konnektoren und ja, Konnektorformen.
Also die Liste ist auch hier wirklich enorm groß geworden. Hier hat man einiges getan. Elektronik finde ich auch ganz interessant. Also man kann ja jetzt hier auch Elektronikbasteleien vornehmen. Also man kann hier wohl, wenn ich das richtig verstehe, komplette Stromkreise auch bauen. Dafür gibt es einen eigenen Menüpunkt, bevor ihr sozusagen mit Tinkercad ein neues Objekt und Projekt startet, werdet ihr gefragt, ob ihr eine 3D-Zeichnung, Elektronik machen wollt und dementsprechend bekommt ihr einen kompletten Aufbau. Aber hier sieht man ja schon die ganzen Elemente, die da auch vorhanden sind. Das ist ja schon eine ganze Menge. Also hier kann man sich, glaube ich, wirklich austoben und ausprobieren. Und mich würde es wirklich super interessieren, wenn ihr mir mal hier ein paar Kommentare dazu dalasst. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon mal diese Funktion im Bereich Elektronik getestet und kann erzählen, welche Funktionen da vielleicht sogar freigeschaltet werden. Kann man da simulieren oder ist das ein rein optischer Aufbau, den man da nachbauen kann? Das würde mich jetzt wirklich brennend heiß interessieren. Ja, Spiel und Spaß gibt es natürlich da auch noch ganz viele Dinge. Genauso wie bei alltägliche Objekte und auch ja, empfohlene Sammlungen. Gucken wir mal noch rein. Naja, gut. Und natürlich der altbewährte Formengenerator. Und mit diesem Formengenerator kann ich auch im Handumdrehen wirklich allerlei schöne Sachen designen oder auch praktische Dinge. Ich habe hier zum Beispiel Zahnradtool und kann hier relativ schnell Steigungen, Anzahl der Zähne, Höhe, Bohrungsdurchmesser und so weiter einstellen und mir dann hinterher ausdrucken. Oder auch gehen wir mal ein Stückchen runter, wenn es jetzt nicht unbedingt im Technischen sein soll, sondern eher im Design hier mit wenigen Klicks eine Vase erstellt. Ich stelle hier meine Drehung ein, passe meine Höhe an, definiere meine Punkte und setze hier noch eine untere und eine obere Drehung. Ihr seht schon, wie sich das dann entsprechend verändert. Drucke mir das aus als Spirale oder als hohles Objekt und hab mal eben innerhalb von 2 Minuten eine Vase designt. Auch hier ist die Liste schier endlos geworden. Nun, endlos ist sie natürlich nicht, aber im Vergleich zum letzten Mal, als ich hier reingeschaut habe, ist die wirklich deutlich angewachsen. Und was mir wirklich am allermeisten gefallen hat, es gibt nun hier eine Suchfunktion. Und diese Suchfunktion hat ein Feld Community. Und ich gehe mal davon aus, dass es genau das ist, als was man es hier lesen kann, nämlich als von der Community erstellte Formen, die dann verfügbar gemacht werden für die Allgemeinheit. Und ich habe just for fun einfach mal nach dem Wort Raspberry gesucht und bin hier fündig geworden. Sozusagen ein Rohformat eines Raspberries. In diesem Fall dürfte es wohl ein Dreier sein. Hier, diese Variante ist ein Vierer und auch ein ESP konnte ich hier finden, inklusive dem Programmer Board. Ja, und wenn ihr diese Objekte nun anklickt, werden euch diverse Informationen auch zu diesem Objekt angezeigt. Zum Beispiel, wer der Ersteller dieses Objektes hier war. Und man kann hier dann draufklicken und kommt hier auf die Seite des Erstellers dieses Objektes. Hier sieht man noch nicht viel offensichtlich. Ich bin aber schon sehr gespannt, was hier passieren wird. Denn ganz klar ist, wenn es die Möglichkeit gibt, dass die Community in diesem Bereich Objekte und ich nenne es mal Schablonen wie auch Formen online stellen kann, dann wird Tinkercad um eine gigantische Funktionalität erweitert. Also hier darf man wirklich gespannt sein, was kommt und wie weit das tatsächlich auch genutzt wird. Eine sehr interessante Funktion, wie ich finde.
eine Funktion, die vermutlich momentan noch in den Kinderschuhen steckt und noch nicht stark genutzt wird, aber sicherlich mit einem enormen Wachstumspotenzial. Ja, auch Tinkercad muss wachsen, um weiterhin Nutzer zu bedienen und auch, ich sag mal, gewisse Klientel zu bedienen, die ansonsten abwandern zu anderen Herstellern, und dementsprechend offensichtlich entwickelt man die Tinkercad-Plattform auch weiter. Denn für kleine Dinge mag ich Tinkercad einfach sehr, sehr gerne. Geht es euch auch so, oder macht ihr alles in Fusion, oder macht ihr es wie ich? Ein bisschen was in Tinkercad und die etwas aufwendigeren Dinge in Fusion. Wie gestaltet ihr das Ganze für euch? Welche CAD-Programme nutzt ihr denn dafür? Schreibt es mir mal einfach unten in die Kommentare rein. Es würde mich echt mal interessieren, welche Erfahrungen ihr habt und welche CAD-Programme ihr vielleicht empfehlen könnt. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein klein wenig gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr mich wiedersehen wollt und noch keine Abonnenten seid, klickt gerne auf Abonnieren und danach auf die Glocke, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Und wenn ihr dann immer noch trotz YouTube nicht genug habt, schaut mal hier auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Drucken. Macht's gut. Ciao.